Yo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Matendo. Wir sind bei Part Nummer 5 von Super Mario 64 und ich habe mal wieder richtig Bock auf dieses Game. Nachdem wir bei Wumms Wuchtwall stehen geblieben waren, ich glaube, bei welcher Mission waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten aufgehört bei Flieg ins Blaue und das eine Mal haben wir ja aus Versehen eine andere Mission gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt wieder zu Wumms Wach. Gehen wir jetzt mal wieder zu Wumms Wuchtwall. Und mal gucken, was wir so schaffen werden. Zerstöre die Felswand. Was für eine Felswand? Klärt mich auf. Was für eine Felswand? Klärt mich da bitte auf. Ich habe keinen Plan, was für eine Felswand gemeint ist. Geh doch schneller wieder hoch, du Bastard. Ich gehe mal hier runter. Ne, hier hinter muss ich nicht. Also muss ich doch hoch. Ich will doch nicht mit dir reden. Halt die Fresse. Tschüss. Bisschen knapp. Oh. Bist du echt so behindert, Mario? Nein! Ich wollte gerade noch sagen, ah, so läuft das. So macht man das. Und dann verkacke ich. Ich bin so ein verfickter Noob. Komm, ey. Halt! Ui. Halt die Fresse! Halt die fucking Fresse! Mann! Stirb doch! Penn wieder ein, du Alte! Willst du mich gerade verarschen? Also. Dürfen wir die Scheiße nochmal neu machen? Yay! Oh! Weißt du? Ich sag so, oh! Und ich verkacke! Das ist doch so scheiße! Mann! Ich check das nicht! Halt die Fresse, du dummes Vieh! Halt einfach deine Fresse! Und dann wirst du glücklich! Sonst wirst du niemals glücklich! Du. Oh Gott! Juhu! Diesmal verrecke ich nicht an den Piranha. Beziehungsweise fast an der Piranha. So macht man das. Aber ich weiß immer noch nicht, welche Felswand gemeint ist. Ich habe immer noch keine Ahnung. Scheiß Kugelwilli. Kugelbillo. Nein! Ich glaube, dafür brauche ich einen Kugelwilli. Komm. Nein! Gott. Aber ich habe immer noch keinen Plan, was für eine Felswand gemeint ist. Ey, du bist doch so behindert. Komm, ey. Oh, oh. Du bist doch dumm. Bist doch so ein dummes Freckel. Das geht nicht, ne? Lieber gehe ich sterben. Ja, Mario fängt schon mal gut an, Alter. Mann, ey. Ich gehe wirklich hier gleich Suizid begehen, Alter. Okay, tschüss, Mario. Tschüss. Verpiss dich einfach. Verpiss dich, Mario. Was anderes hast du nicht verdient. Das machen wir schon mal nicht mehr weiter. Sondern gehen wir mal... Wo können wir mal hin? Warte mal, hier oben war doch noch irgendeine Welt. Was für eine Welt war hier oben? Ah ne, da war gar keine Welt. Das ist, glaube ich, nur ein Bild, wo es reingeht, oder? B-
Bist du dumm, Mario? Ja, ist er. Und ja, das kann man auch nicht. Komm. Wir machen es einfach nochmal. Auch wenn wir den Stern schon haben. Ach du Scheiße, der rutscht jetzt nicht ernsthaft auf den Bauch. Mario? Ich weiß ja nicht, ob du deine Latzhose noch brauchst. Wenn ja, dann ist es nicht meine Schuld, okay? Ach, du bist doch ein Lappen. Wie ich. Na, na, na. Oh mein Gott, den Stern habe ich da nicht schon. Ach, egal. Egal. Warum ist der jetzt auf einmal golden? Wenn der erst durchsichtig war. Ach. Was ist denn hier hinten? Schneewild, komm. Wir gehen mal in die Schneewild. Ich hab Bock auf Schnee. Wer ist denn jetzt, würde ich mir gerade Schnee wünschen. Wir haben es in dem Zimmer locker 28, 29, vielleicht auch 30 Grad in dem Zimmer. Scheiße, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was die Mission ist. Nein, jetzt habe ich nicht auf die Mission geachtet. Muss ich mich jetzt selber umbringen. Nein, das hätte ich gar nicht machen müssen. Da gibt's doch was, das heißt Pause drücken. Könnt ihr bitte die letzten 30 Sekunden aus eurem Gedächtnis löschen? Rutsche auf der Eisbahn. Welche Eisbahn? An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst den im Schornstein nach den rechten. Okay, also muss ich eine Rutschbahn fahren. Los! Goddamn! Oh, wow, 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 wow. Gott, verdammt mich noch einmal! Oh, da muss man ganz schön die Kurven eng nehmen. Eieiei. Oh, wow, 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 wow. Hör auf zu schreien, du bist schon längst wieder auf dem Boden. Yay! Und jetzt? Ja. Und jetzt? Ah. Ah. Okay. So schwer war es dann doch nicht. Easy. Finde das Pinguin-Baby. Ist das dein Scheiß Ernst? Du willst nicht wissen, wie leicht das ist, das fucking Pinguin-Baby zu finden. Da oben ist es. Komm her. Mutter. Mutter. Wo bist denn? Da schreit ein Kind. Ich schreit ein kleines Pinguin-Baby. Alter, wenn ich mit dem jetzt runterfliege, dann komplett Leben genommen. Oh. Eieiei. Nein, nicht runter. Oh, Junge. Komm her, du Missgeburt. Du dürftest eigentlich gar keine Geräusche von dir geben. Ach du Scheiße. Jetzt kommen hier Schneemänner. Halt die Fresse, du kommst doch gleich zu deiner Mom, Alter. Oder auch nicht. Ich hoffe, du bist verreckt. Und mach nicht gefälligst solche Autoschlüsselgeräusche. Kennt ihr diese typischen Autoschlüsselgeräusche? Ne, kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr nicht wisst, was ich meine. Weil ich es mal wieder dumm formuliert habe. Ach komm, mach die Fresse zu, scheiß Pinguin-Baby. Kinder-Pingui. Uiuiui. Pinguin-Baby, wo bist du? Och Mann, komm hinterher. Das Pinguin-Baby kommt mir halt wirklich hinterher. Komm her! Mann, jetzt lauf nicht vor mir weg. Mann, mach die Fresse zu, Alter. Scheiß Pinguin-Baby. Jetzt. Nein, da unten ist die Mutter. Komm her. Uiuiui. Oh. Ich glaube, als nächstes muss ich gegen diese Mutter ein Rennen machen. Moin. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Gib mir deine ganze Ausbeute. Oh, ich weiß. Ich fand neulich diesen Stern hier. Ich hab gesagt Ausbeute. Na, ist mindestens genauso wertvoll.
Das war mal wieder cringe.mp4. Glückwunsch. Glückwunsch dazu. Ja, besiege den schnellen Pinguin. Also jetzt muss ich ein Rennen gegen die Pinguin-Mutter machen. Hihi, hallo Mario. Du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Ne, ich wollte eigentlich nur fragen, warum du so fett bist. Und ich sage, na klar. Es ist zwar noch niemandem gelungen, mich, dem Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen. Aber du kannst es ja mal versuchen. Wie steht's? Okay, von mir aus. Ey, du fette Fotze, du fängst ja schon an. So, jetzt zeige ich dir mal, wer der King ist. Ja! Oh! Die Alte hat mich angeschoben. Geil! Ja! Oh! Ey, du Alte! Yo, die schubst mich beinahe runter! Du bist so eine alte Feuchtfotze! Dafür kann ich den Part eigentlich beenden, oder? Das war's für heute mit Super Mario 64. Lasst ein Like da, sofern es euch gefallen hat. Gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr das Video mit als erstes seht. Und auch die kommenden Videos nicht mehr verpasst. Ja, schreibt euer Feedback in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.